Ob diese Frau wohl an Corona gestorben ist? Eine klassische Beerdigung hat sie jedenfalls sicherlich nicht bekommen. Die gibt's derzeit für niemanden, unabhängig von der Todesursache. Was macht das mit den Angehörigen? Ich bin auf dem Friedhof in Mühlacker. Cornelia Burkhardt leitet ein Bestattungsunternehmen. Sie ist meistens dabei, wenn ein Angehöriger ihrer Kunden zu Grabe getragen wird. Leiden denn die Angehörigen unter der Art und Weise, wie derzeit bestattet wird? Ja, schon, weil es fehlt das ganze Schöne drumherum, das Dekorieren von Trauerhallen. Das fehlt halt alles, wenn wir das draußen im Freien machen. Und die ganze Atmosphäre ist anders, als wenn man in einer schön geschmückten Halle sitzt. Auf diesem Friedhof, erzählt Cornelia Burkhardt, darf derzeit nur im Freien Abschied genommen werden. Mit Abstand, ohne Kondolenzbücher, ohne Blumenkorb fürs Grab, stattdessen mit Anwesenheitslisten. Irgendwie ein schwieriger Abschied. Aber wie ist es denn, wenn stürmt, wenn schneit? Es ist ja auch eiskalt und viele Ältere können vielleicht auch gar nicht so lang stehen. Wie löst man das? Ja, in Corona-Zeiten sind die Trauerfeiern verkürzt. Also inklusive Ansprache und persönlicher Abschiednahme ist das Ganze in 30 Minuten circa erledigt. Macht es den Angehörigen was aus? Von vielen Angehörigen habe ich gehört, es ist sehr schade, dass es jetzt so ist, weil sie wissen ja, eine Beerdigung kann man nicht wiederholen. Die hat stattgefunden und die ist gelaufen. Und die letzten Bilder und die letzten Sachen auch so die von der Trauerfeier, das Empfinden, das behält man halt im Kopf. Ich weiß, es hört sich irgendwie makaber an, aber ich möchte doch gerne wissen, ob die Bestattungsbranche von Corona, vorsichtig formuliert, profitiert. Das wäre ja eigentlich nur logisch. Ich frage am besten mal Cornelia Burkhardt. Frau Burkhardt, Sie leben ja quasi von den Toten. Merken Sie Corona am Umsatz? Ja, also das merken wir, dass es wesentlich mehr Sterbefälle sind. Es gab einen Rieseneinbruch in Knittlingen im Dezember im Pflegeheim und wir haben von Dezember bis zum heutigen Tag ein Drittel mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Also mittlerweile verkaufen wir die Särge schon aus der Ausstellung, weil zwischen den Feiertagen einfach auch keine Lieferung gekommen ist. Normalerweise stehen hier viel mehr Särge und hier hängen auch mehr Decken. Fast alles weg. Cornelia Burkhardt hat 3 Mitarbeiter, die sich ausschließlich um den Transport der Corona-Toten kümmern. Michael Panitz zeigt mir vor der Tür auch gleich, wie sie sich schützen, wenn sie Corona-Verstorbene abholen. Das heißt, Sie laufen dann beide in dieser Montur mit einer Trage da ins Pflegeheim? Das ist ja für die Infizierten, die Ihnen da vielleicht im Gang begegnen, auch nicht ganz so ein toller Anblick. In der Regel gehen wir abends ins Pflegeheim, möglichst so, dass wir auch möglichst wenigen da über den Gang laufen. Und was passiert dann, wenn Sie ins Zimmer kommen? Also wenn wir ins Zimmer kommen, wird der Verstorbene in ein Tuch gewickelt, in ein Stofftuch und danach in ein Bodybag gelegt. Das ist bei uns eine biologisch abbaubare Hülle. Für mich ist es einfach ein Sack mit Griff zum Wegtragen. Aber vermutlich geht's halt nicht anders in Corona-Zeiten. Sind denn Corona-Tote noch ansteckend? Die Verstorbenen stoßen noch Aerosole aus und dadurch sind sie durchaus wirklich noch ansteckend. Und was passiert dann? Wird der Sarg irgendwie versiegelt? Oder? Der Sarg wird mit Silikon dann nochmal rundum versiegelt, damit auch wirklich nichts austreten kann und auch wirklich jeder da bei der Beerdigung da ist, geschützt ist. Das heißt, danach gibt es für die Angehörigen keine Möglichkeit mehr, sich zu verabschieden. Inzwischen bin ich vor dem DRK-Seniorenheim in Mühlacker. Ende Dezember ging hier eigentlich nichts mehr. Die Pflegestation hatte mit einem massiven Corona-Ausbruch zu kämpfen. Von den 85 Seniorinnen und Senioren, die auf Station lagen, hatten sich 82 infiziert, also fast alle. Am Ende sind 9 gestorben. Bis Samstag waren alle Bewohner in Quarantäne. Rein dürfen wir trotzdem noch nicht. Erst ab Freitag können Besucher wieder ins Heim. Deshalb kommt Schwester Elena auch zu uns raus. Sie haben ja gerade harte Zeiten hinter sich. 9 Bewohner sind gestorben. Hatten denn die Angehörigen noch die Möglichkeit, sich zu verabschieden? Ja, die hatten sie. Es ist allerdings so, wenn so ein Ausbruch da ist, müssen natürlich die Angehörigen diese Schutzausrüstung tragen. Aber handhalten geht ja dann gar nicht. Das geht. Das Gefühl fehlt.
das Gefühl fehlt. Und das ist eigentlich auch so, man sollte auch 1,5 Meter Abstand halten. Sterben, wie es vor Corona-Zeit war, oder die Sterbebegleitung, ist es jetzt halt einfach nicht. Kontrollieren Sie das, wenn es mich übermannt? Ich meine, das kann doch passieren. Das kann passieren, ja. Also wir schützen die Privatsphäre von dem Bewohner. Das heißt, es darf keiner von dem Personal im Zimmer stehen und das Ganze überwachen, weil in Würde soll jeder einfach mal gehen dürfen. Am Schluss besuche ich noch das Krematorium in Pforzheim. Wie kommen die wohl mit den zusätzlichen Toten zurecht? Der Geschäftsführer Eike Jürgen Kremser führt mich durch. Bei der Leichenschau heute Morgen, sagt er mir auf dem Weg zum Ofenraum 1, hatten wir einige Covid-19-Erkrankte. Von denen liegt aber gerade keiner hier. Müssten Sie denn jetzt, wenn es hier Corona-Tote gäbe, die irgendwie getrennt lagen? Nein. Inwiefern spüren Sie denn Covid-19? Also wir hatten als Beispiel im Dezember insgesamt 177 Corona-Verstorbene hier zur Einäscherung. Das war ca. 20% der Einäscherungen für den ganzen Monat Dezember. Und jetzt schon für die ersten paar Tage des neuen Jahres haben wir jetzt schon wieder 108 Corona-Verstorbene zum Einäschern. In Schwierigkeiten bringt sie das nicht, denn unabhängig von Corona wurde schon vor einem Jahr ein zweiter Ofen angeschafft. Ein Grund, der Trend zur Feuerbestattung. Auch deshalb laufen die Öfen derzeit von 5 Uhr morgens bis 24 Uhr durch. Auf dem Weg zum Ofenraum 2 sehe ich die ersten Corona-Särge, die deutlich gekennzeichnet sind. Denn diese Särge werden nur mit Handschuhen angefasst. Auch dieser Sarg hier, der gleich eingeäschert wird. Was ist denn das hier? Jeder Verstorbene hat einen sogenannten Identitätsstein. Das ist der letzte Personalausweis. Ein feuerfester Stein, der später mit in die Urne kommt. Ich weiß, der Mensch ist tot, aber es ist dennoch bedrückend, wenn der Sarg in den Flammen verschwindet. Und das ist das, was übrig bleibt. Das wird dann gemahlen und kommt in die Urne. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mich nimmt das schon ein bisschen mit, das, was ich heute alles gesehen und gehört habe. Ich habe zum Glück in der Familie noch keinen Corona-Toten zu beklagen. Aber unter diesen Umständen zu sterben oder zu trauern, das hat keiner verdient. Auch deshalb werden wir wohl auch weiterhin mit Einschränkungen und Verboten leben müssen, auch wenn sie uns lästig sind.